Hey Laura, schau mal hierher. Ein Kamerablitz hat mich fast geblendet. Was ist nur aus dem persönlichen Freiraum geworden? Ich setzte mein bestes Lächeln auf und stellte mich in Pose. Du siehst heute Abend fantastisch aus. Nur noch ein Foto. Ich denke, du hast genug für deinen Boulevardblatt, Jeff, sagte ich und setzte meine Sonnenbrille auf. Es ist ein Block. Meine Herren, das reicht jetzt, sagte Alec, mein Fahrer, der sich zwischen meinen blutrünstigen Reportern mich stellte. Ich erwartete, dass sie sich schubsen würden, wie sie es immer taten, aber die Aufmerksamkeit richtete sich auf jemand anderen. Sie ist hier. Ich nahm einen Taschenspiegel aus meiner Handtasche und überprüfte schnell mein Haar und mein Make-up. Ich musste perfekt für sie aussehen. Alec stand neben mir, als wir sie über den roten Teppich streiten sahen. Wir standen stramm, wie neue Soldaten. Laura! Victoria! In diesem Kleid siehst du zwei Nummern größer aus. Zieh es nicht mehr an. Es sei denn, du willst Schwangerschaftsgerüchte auslösen. Und jetzt lächeln. Sie drehte sich um und winkte in die Kameras. Sie warf ihm sogar Küsschen zu. Jungs und Mädels von meiner animierten Geschichte. Das ist meine Mutter. Ist sie nicht entzückend? Während ich mich umziehe, bitte like das Video und abonniert den Kanal. Und dann aktiviert die Glocke. Und jetzt lächeln. Hast du dich jemals gefragt, wie es ist, mit Filmstars zu leben? Als ich ein kleines Mädchen war, kaufte mir meine Mutter eine Decke zum Geburtstag. Es war eine limitierte Auflage, eine Prinzessin Victoria Decke. Prinzessin Victoria war meine Lieblingsfigur in meinem Lieblingsfilm. Mama, die ist so schön. Sieh dir die Prinzessin an, sie lächelt mich an, quietschte ich und hüpfte auf und ab. Mein älterer Bruder Tristan rollte mit den Augen. Mädchen sind so lahm, sagte Tristan. Er findet alles lahm. Eines Tages nach der Schule erzählte Tristan unserer Mutter, dass etwas in seinem Ohr steckte. Und Mama sah entsetzt aus. Hast du da was reingesteckt? Nein, aber es tut weh. Als wir im Krankenhaus ankamen, schluchzte Tristan leise vor sich hin. Es tut mir leid, Margot. Tristan muss ein paar Nächte hierbleiben, damit wir ihn behandeln können, sagte der Arzt, nachdem er Tristan untersucht hatte. Am nächsten Tag nahm ich meinen wertvollsten Besitz, meine Prinzessin Victoria Decke, und brachte sie zu Tristan. Als wir dort ankamen, schlief er schon, also legte ich die Decke über ihn. Als er aufwachte, schnappte er sie und warf sie nach mir. Mama eilte zu ihm ans Bett. Ich will deine blöde Decke nicht. Ich rannte aus dem Zimmer und hielt meine Decke fest. Ich versteckte mich in der Ecke und schluchzte. Geht es dir gut, Schatz? Ich wischte mir über die Augen und schaute auf. Das konnte nicht sein. Prinzessin Victoria stand direkt vor mir. Wow, bist du echt? Ich streckte meine Hand aus, um sie zu berühren. Natürlich bin ich das, mein Schatz. Du bist so hübsch und deine Decke ist das auch. Meine Mom hat sie mir geschenkt, aber Tristan hasst sie, schniefte ich. Wer ist denn Tristan? Mein Bruder. Dr. Gray hat gesagt, dass etwas mit ihm nicht stimmt, deshalb muss er hierbleiben. Prinzessin Victoria nahm meine Hand und zog mich auf die Beine. Komm mit, bring mich zu Tristan. Als wir gingen, sah ich einen Mann, der Fotos von uns machte. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie Victoria ihn anlächelte, aber was wusste ich schon? Ich war erst 5 Jahre alt. Mama, schau mal, Prinzessin Victoria! Oh Laura, wohin bist du verschwunden? Wir haben überall nach dir gesucht. Die Prinzessin hat mich gefunden! Du weißt, dass sie keine echte Prinzessin ist, oder? Sie spielt nur eine in einem blöden Film. Es tut mir so leid, nimm's ihm nicht übel. Die ganze Woche hier zu sein, lässt ihn ausrasten. Schon in Ordnung, ich bin Victoria! Mom lachte. Oh, vertrau mir, ich weiß, wer du bist. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Ich bin hier, um ein paar Sachen für die Kinder zu spenden, die hier aufgenommen wurden. Ich würde Tristan etwas anbieten, aber ich glaube nicht, dass er daran interessiert ist. Tristan lag mit dem Rücken zu uns. Laura, schau mal, da ist Victoria im Fernsehen. Ich schaute auf und sah Victoria in einer Talkshow. Oh, sieht aus, als würde sie ein Interview geben. Lass mal hören. Also Victoria, wir haben alle das Video von dir und dem kleinen Mädchen im Krankenhaus gesehen. Was war das? Nun, ihr Name ist Laura. Sie ist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe und sie ist ein großer Fan von Prinzessin Victoria. Die Decke war kaum zu übersehen. Victoria und der Talkshow-Moderator lachten. Hinreißend, oder? Ich bin im Krankenhaus herumgelaufen und habe mich mit einigen der Kinder dort unterhalten, als sie ganz alleine in der Ecke mit der Decke saß. Ich wusste, ich musste mit ihr reden. Ich lächelte so sehr, dass es weh tat. Danach ging das Interview zu ihrer Karriere und den kommenden Filmen über und ich hörte auf zuzuhören. An dem Tag, an dem Tristan aus dem Krankenhaus entlassen wurde, tauchte Victoria mit einem Kamerateam auf. Wir waren alle im Fernsehen zu sehen, auch meine Mutter, Tristan und sein Arzt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was passiert war. Später fand ich heraus, dass Victoria alle Krankenhausrechnungen meines Bruders bezahlte und den Medien davon erzählt hatte. Victoria kam auch ein paar Mal zu uns nach Hause.
Fotos von uns waren überall in den Zeitschriften zu sehen. Sie bekam so viel Lob dafür, dass sie meiner Familie geholfen hat und ich begleitete sie zu Interviews. Und sie kaufte mir neue Kleider. Eines Abends kam Mama in mein Zimmer und begann zu weinen. Was ist los? Es tut mir leid, Baby. Ich hoffe, du vergibst mir eines Tages. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Erwachsene sind seltsam. Sie steckte mich ins Bett, gab mir einen Gute-Nacht-Kuss und verließ mein Zimmer. Am nächsten Tag wachte ich auf und fand Victoria und eine alte Dame in unserem Wohnzimmer sitzen. Mom und Tristan waren verschwunden. Wo sind Mom und Tristan? Sie sind weg. Sie hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Maria wird deine Sachen für dich packen, okay? Komm mit mir. Sie hielt meine Hand, als wir aus dem Haus gingen. Hey, mach kein trauriges Gesicht. Weißt du, was du für ein Glück hast? Du siehst genauso aus wie ich. Und jetzt lächeln. Sie drückte meine Hand ein wenig zu fest. Draußen parkte eine schwarze Limousine. Ist die für mich da? Ich habe eine im Film gesehen. Victoria lachte, sie klang so anders. Sei nicht albern, Laura. Die ist für mich da. Steig ein. Aber ich will meine Mutter. Ich weigerte mich, in die Limo zu steigen. Du undankbares Kind. Nach all dem, was ich für dich und deine Familie getan habe. Dein Bruder läge ohne mich immer noch im Krankenhaus. Und jetzt hör auf, so schwierig zu sein. Victoria sah nicht mehr aus wie eine Prinzessin, sondern wie eine böse Hexe. Bitte sag mir, dass du dir das nicht noch einmal ansiehst. Alex stand an der Tür zu meinem Wohnzimmer. Wir waren gerade von der Premiere von Victorias neuen Film zurückgekommen. Ich kann nicht glauben, dass ich sie damals für eine Prinzessin gehalten habe, sagte ich und schüttelte den Kopf. Das Video von Victoria und mir auf dem Krankenhausflur lief auf meinem Laptop. Du warst erst 5. Du hast wahrscheinlich auch an Einhörner und den Weihnachtsmann geglaubt. Das war Tristan. Fragst du dich manchmal, wo er jetzt ist? Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Das war alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Als ich vor Jahren zum ersten Mal zu Victoria zog, war ich verwirrt. Ich verstand nicht, warum meine Mutter mich einfach so zurückließ. All meine Verwirrung wurde beseitigt, als Victoria mich als ihre Adoptivtochter vorstellte. Sie gab das auf einer Party in ihrem Haus bekannt. Es war eine große Veranstaltung, zu der auch berühmte Filmstars kamen. Eine Zeit lang war ich wütend auf meine Mutter, aber Victoria erinnerte mich immer wieder daran, dass ich ein Leben führte, für das die meisten Mädchen meines Alters sterben würden. Ich spielte in Film- und Fernsehsendungen mit und ging mit den heißesten und berühmtesten Jungs aus. Ich hatte Millionen von Fans und Followern in den sozialen Medien. Ich hatte ein Team, das rund um die Uhr für mich arbeitete und lebte in meiner eigenen Villa in der Nähe von Victoria. Was könnte sich ein Mädchen mehr wünschen? Guten Abend, ich bin Greg. Ich werde heute Abend Ihr Kellner sein. Hey Greg, ich bin Laura. Ich hätte gerne ein Steak Medium Rare mit Kartoffelpüree, bitte. Nein, lieber nicht. Greg schaute verwirrt. Du wirst mich nicht in Verlegenheit bringen, indem du in der Öffentlichkeit Kohlenhydrate isst. Jemand könnte Fotos machen. Sie drehte sich zu Greg um. Sie nimmt den Salat. Greg sah mich mitleidig an, bevor er ging. Manchmal denke ich, du tust die Dinge nur, um mich zu ärgern. Tut mir leid. Wenn ich das nächste Mal einen Kaugummi essen will, frage ich dich. Pass auf. Niemand mag dein freches Mundwerk. Hier ist Ihr Salat, Madame. Guten Appetit. Greg sah uns bei dem Wortwechsel unbehaglich an. Wo ist mein Wein? Ein zweiter Kellner kam mit einer Flasche des edlen Weins von einem edlen Weingut. Wie auch immer, ich war am Verhungern. Madame, soll ich Ihnen den Wein einschenken? Victoria schaute sich dramatisch um. Madame? Oh, entschuldigen Sie, ich habe nach einem speziellen Weinöffner gesucht, den ich mitgebracht hatte. Natürlich müssen Sie den Wein für mich öffnen und hören Sie auf, mich Madame zu nennen. Das Essen lief großartig. Bitte sehr, Madame, es tut mir leid, Miss. Ich brach in Gelächter aus. Ich dachte, ich hätte eine Rauchwolke aus Victorias Ohren kommen sehen. Als der zweite Kellner den Wein einschenkte, kippte das Glas um und verschüttete den Wein über Victorias Kleid. Da kommt Hurricane Victoria, dachte ich, während Greg versuchte, die Sauerei zu beseitigen. Victoria war während der ganzen Sache verdächtig still. Sie warf einen Blick hinter meine Schulter und als ich ihrem Blick folgte, wurde mir klar, warum. Ein paar Tische hinter uns filmte uns eine Frau mit Sonnenbrille und Kopftuch mit ihrem Smartphone. Wahrscheinlich war sie eine Bloggerin. Die ganze Sache würde in wenigen Minuten in den sozialen Medien zu sehen sein. Bitte kommen Sie mit. Wir müssen Ihr Kleid reinigen, bevor es einen dauerhaften Fleck bekommt. Victoria folgte Greg. Hallo Laura. Es war die Frau, die uns vorhin aufgenommen hatte. Ich wusste, dass du einmal schön werden würdest. Sieh dich nur an. Okay, sie fing an, mir Angst zu machen. Wer sind Sie? Erkennst du mich nicht? Sagte sie, während sie die Sonnenbrille und den Schal abnahm. Mom? Das konnte doch nicht wahr sein. Sie wollte mich umarmen, aber ich lehnte mich zurück. Nicht! Tränen stachen mir in die Augen. Laura, bitte lass mich erklären, was passiert ist.
Hast du mich an sie verschenkt oder nicht? So einfach ist das nicht. Was ist hier los? Victoria war wieder da. Als sie meine Mutter sah, erstarrte sie. Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du dich von ihr fernhältst. Es sei denn, du willst in den Knast. Knast? Sag ihr die Wahrheit, Margot. Erzähl ihr von den gefälschten Arztrechnungen, die du und Tristans Arzt mich zahlen ließen. Ich hab dir gesagt, wenn du Laura jemals zu nahe kommst, lasse ich dich wegen Betrugs verhaften. Ich rannte raus. Ich muss jetzt sofort nach Hause. Als wir in der Wohnung ankamen, saß jemand in der Lobby. Hi, Laura. Toll, noch ein Reporter. Hören Sie, ich hatte Salat zum Abendessen und meine beiden Mütter sind Lügner, also lassen Sie mich bitte in Ruhe. Er lachte. Es ist schön, dich zu sehen. Ich meine, ich sehe dich immer im Fernsehen und in den sozialen Medien, aber... Er sah nervös aus. Ich hatte noch nie einen nervösen Reporter gesehen. Sie erinnern mich an Falken. Wer auch immer das war, er war kein Reporter. Zum ersten Mal an diesem Tag ertappte ich mich bei der Frage... Wer sind Sie? Ich bin's, Tristan. Gab es ein Familientreffen, von dem Sie alle vergessen hatten, mir zu erzählen? Erst Mom, jetzt du. Was willst du von mir? Autsch, ich kann gehen, wenn du das willst. Tut mir leid, seltsamer Abend. Mama hat dich gefunden, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Sie hat seit Monaten versucht, dich zu erreichen, aber Victoria hat sie nicht gelassen. Mom sagte, sie würde ins Fernsehen gehen und die Wahrheit sagen, was auch immer das bedeutet. Die Türen öffneten sich und Victoria kam herein und meine Mom. Und wer magst du sein? Tristan, was machst du denn hier? Victoria musterte ihn von oben bis unten wie eine Katze. Laura, deine Mutter hat etwas zu sagen. Können wir alle reingehen? Eine halbe Stunde später saßen wir alle in meinem Wohnzimmer. Und? Fragte ich und klang dabei viel ruhiger, als ich mich fühlte. Vor Jahren, als Tristan krank wurde, hat Victoria angeboten, seine Behandlung zu bezahlen. Das weiß ich. Mom sah unruhig aus. Victoria gelangweilt. Oh, um Himmels Willen, sag es ihr einfach. Laura, als ich öffentlich gesagt habe, dass ich für Tristans Behandlung aufkommen würde, haben deine Mutter und Tristans Arzt bei seinen Arztrechnungen gelogen. Sie ließen mich für die Behandlung zahlen, die Tristan nicht erhalten hatte. Mom, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Tristan war wütend. Es tut mir so leid. Als sie herausfand, drohte sie damit, mich und Dr. Gray zu verhaften. Und ich hatte sie angefleht und sie hatte gesagt, dass sie die Sache auf sich beruhen lassen würde, wenn ich ihr Laura gebe. Mir wurde schlecht. Ich konnte nicht ins Gefängnis gehen. Tristan brauchte mich. Und was ist mit mir? Ich habe dich auch gebraucht. Aber du sahst so glücklich aus mit ihr. Sie hat dir alles gegeben, was ich nicht konnte. Außer Liebe. Mach dich nicht lächerlich. Du bist mir wichtig. Du sorgst dich nur um das, was ich für dich tun kann. Das ist der Grund, warum du mich überhaupt wolltest, nicht wahr? Ich habe dich in der Öffentlichkeit gut aussehen lassen. Du wurdest beliebter und bekamst mehr Vorstellungsgespräche und Jobangebote. Sie besaß die Frechheit, beleidigt auszusehen. Ich will, dass du mein Haus verlässt. Ihr alle, raus mit euch. Tristan, du kannst bleiben. Hast du dich entschieden, was du tun wirst? Seit jenem Tag, vor einer Woche, hatte ich weder Victoria noch meine Mutter gesehen oder gesprochen. Beide riefen immer wieder an, aber ich reagierte nicht. Ich werde dem Ganzen ein Ende setzen. Und das tat ich. Ich ging in diese Talkshow und erzählte die ganze Geschichte. Es wurde die größte Geschichte auf allen Fernsehkanälen. Ich bekam so viele Einladungen zu Interviews, dass ich meine Telefonnummer ändern musste. Victoria war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein paar Tage später verließ sie das Land und sagte, sie würde in den Urlaub fahren. Mama wurde von Reportern belästigt, bis sie ihr Haus verkaufte und wegzog. Vielleicht würde ich eines Tages nach ihr suchen, wenn ich nicht mehr wütend auf sie war. Ein paar Wochen später erhielt ich einen Anruf von einem Verlag. Sie sagten, sie wollen sich treffen und über einen Buchvertrag sprechen. Was meinst du? Fragte ich Tristan, als wir in unserer Wohnung zu Abend aßen. Er war eine Woche zuvor bei mir eingezogen. Ich denke, du solltest dich mit ihnen treffen. Eure Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Unsere Geschichte, Bruder. Wir lachten. Am nächsten Tag rief ich die Firma an. Ende.